Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Ja, einige Tage ist es jetzt her, seit Bad Hügelsdorf 2020 erschienen ist mit massiven Performance-Problemen. Wollen wir uns heute mal die Version 1.12 angucken, wird jetzt, da ist. Und wollen wir mal gucken, ob jetzt die Performance jetzt auf dem Niveau ist, wo wir sie gerne hätten, oder geht's vielleicht noch besser? Das werden wir jetzt, wie gesagt, alles in der Folge jetzt hier rausfinden. Sind heute auf der Linie 301 unterwegs, was ja eigentlich mit einem Gelenkbus gefahren wird. Allerdings sind wir nur von Kunsthalle unterwegs zum Hauptbahnhof. Da können wir das Ganze auch mit dem Solobus fahren. Also, wie gesagt, kompletter Content. Bad Hügelsdorf 2020. So, schauen wir mal. Bin mal gespannt, ob man das Ganze jetzt vielleicht jetzt schon in Leitstellenfahrten benutzen kann. Wie ihr natürlich gesehen habt und auch wahrscheinlich bei vielen anderen gesehen habt, ja, ist es teilweise so gewesen, dass das zu heftigen Rucklern kam, bis zu Aussetzern und wenn es ganz schlimm war, sogar der Absturz von OMSI. Ja, also da ist natürlich mit den Texturen natürlich einiges schief gegangen. Also, ja, das musste man schon so ein bisschen sagen. Die Performance, die war schon unter alles der Kanone. Wir sehen auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über die Karte gehen, so, ne, man sieht halt immer, er lädt immer so ein bisschen weiß nachhalten. Ja, ne, hier sehen wir immer so ein bisschen, und wenn wir hier mal so ein bisschen schneller rübergehen, ne, dann braucht manchmal schon ein paar Sekündchen, bis das Ganze nachgeladen wird. Allerdings ist es nicht mehr so, dass das Bild stehen bleibt, sondern es lädt halt relativ zügig weiter. Also hier hat man das auf jeden Fall angepasst und man ist natürlich auch noch nicht am Ende angekommen, das Ganze anzupassen und natürlich auch auf die Wünsche einzugehen. Ja, oder das ganze Feedback, was mittlerweile eingegangen ist, da hat man wahrscheinlich eine ganze Liste mittlerweile jetzt schon draufstehen, die sich der ein oder andere eventuell hier noch wünschen. Und von daher, ja, liegt man jetzt aber erstmal Hauptaugenmerk erstmal auf die Performance und danach geht erstmal alles andere, wenn das Ganze dann natürlich da ist, fertig ist. So, wir springen mal rein und rüsten mal so kurz auf. Ihr seht, das ist eine relativ kurze Tour. Mich würde es persönlich sehr freuen, wenn die das mit der Performance hinkriegen, denn auch, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Bad Hügelsdorf ist eine der schönsten Karten. Ja, also wenn es danach geht, wie schon grün eine Karte aussehen kann, so ein bisschen Land so und hast nicht gesehen, denn ich glaube, Bad Hügelsdorf genau die richtige Karte dafür. 21052 und das Ganze ist 15067. Gucken wir mal ein bisschen. Ah, ne, es geht nicht. Okay. Und wir sind auf der Linie 301 unterwegs. Auf der Route 1. So, wundervoll. Das Ganze passt jetzt. Wundervoll. So. Ton sollte auch da sein, alles. Sollte jetzt alles passen. Wie gesagt, die Zeit läuft runter. Und also ich wollte eigentlich schon nach dem großen Update Version 1.1 ein Video aufnehmen, aber da ist mir dann prompt in der Aufnahme das Ganze wieder abgestürzt, beim Nachladen wieder, ja, so ein schöner fetter Nachladehänger, also so ein richtiger schöner Freeze, der dann auch wirklich zum Absturz geführt hat, super ärgerlich, ja, ich weiß, dass das halt wirklich, wirklich ärgerlich ist. Aber man ist dem Problem, ja, man geht dem Problem halt auf die Spur, ne? Man versucht das Ganze jetzt natürlich zu verbessern und zu optimieren und alles was, da muss man jetzt dementsprechend halt auch dem Entwickler ein bisschen Zeit geben und er optimiert es ja halt immerhin, ne? Man hätte jetzt auch sagen können, so ist nicht, ja, jetzt nimmt das, was er jetzt kriegen könnte und dann fertig. Nein, so ist das Ganze hier nicht, also es ist schon schön, dass sich der Entwickler darum kümmert. Ja, der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, das ist auch seine Aufgabe. Das stimmt, ja. Also man hat ja auch ein paar Verpflichtungen, wenn man das Ganze ja Payware macht. Bei Freeware ist es immer was anderes. Und deswegen, der Sprung zu Freeware auf Payware ist immer sehr, sehr gewagt. Also das muss man halt immer lassen. Also von daher, ja, mal gucken, wo die Reise hier hingeht. Die seht halt immer, ne? Also er lädt halt immer noch weiß nach, aber das Bild steht halt nicht, ne? Also die Menschen laufen trotzdem weiter und sowas. Und das war ja zum Release gar nicht möglich gewesen, ja? Also egal, was er nachgeladen hat, das hat einfach gefühlt Ewigkeiten gedauert. Ich bin auch gespannt, ob der Spiegel da jetzt richtig funktioniert, obwohl heute sind wir ohne Tracker ja unterwegs. Ja, also da war ja teilweise auch defekt oder so, kann man sagen. Da ging ja auch nichts. So, ich ziehe mal ein Stück vor hier. So, damit vielleicht hier noch der ein oder andere mit einsteigen kann, wenn er möchte. Machen wir Licht an. Und dann, ja, sind wir mal gespannt, wie das Ganze jetzt so läuft hier auf Bad Hügelsdorf.
Ich habe aber auch schon gelesen, viele loben diese Karte halt auch, weil es halt mal wirklich was anderes ist als X10 und Berlin-Spandau und ja, welche Karten es auch gibt, ja. Liest man eigentlich nur relativ viel Positives. Auch halt, dass viele das halt toll finden mit der Performance, dass da wirklich hart dran geknubbelt wird, aber auch viele gleichzeitig halt auch sich beschweren halt über die Performance. Ja, also das ist, man kann hier, muss man sagen, auch wahrscheinlich aus Entwicklersicht jetzt zu beiden Seiten verstehen, ja. Bei dem einen läuft es, bei dem anderen nicht. Woran liegt das? Keine Ahnung. Das ist immer so eine Sache. Ich zum Beispiel habe jetzt mein System ja aufgerüstet, habe jetzt eigentlich einer der stärksten AMDs drinne, die man so haben kann als Normalbürger, sage ich jetzt nochmal. Das Unterschied liegt jetzt hier nochmal vielleicht, dass es ganz auf einer SSD-Platte liegt und hoffentlich dadurch, ja, man hofft, dass es dadurch ein bisschen schneller lädt. Aber eine Zusicherung ist das halt auch nicht, ne? Aber, ne. Lassen wir uns mal überraschen, wenn wir jetzt gleich on Tour sind. Und dann würde ich mich hier freuen, wenn das funktioniert, damit wir jetzt endlich mal die Karte uns richtig anschauen können. Die Freeware-Karte war ja großartig gewesen. Die hatte keine Performance-Probleme oder sonstiges gehabt. Hatten wir ja jetzt vor einigen Tagen bei uns auf dem Kanal gehabt. Haben uns ja die Freeware-Karte angeguckt und die lief ohne Probleme. Ja. Man wollte es natürlich so schön wie möglich haben. Das Ganze, deswegen hat man hier hoch aufgelöste Texturen benutzt. Ja, und das hat natürlich wahrscheinlich dazu ein bisschen geführt halt. Aber ob das halt stimmt, das ist halt natürlich eine andere Frage. Ne? Also das weiß der Entwickler nur. Der kann halt dementsprechend nur sagen, ob es stimmt oder nicht. Ne? So, machen wir mal ein bisschen Feuer hier unter der Haube. Oh, geht das hier auch nochmal weiter? So, wir haben Abfahrt. Oder wir fahren es einfach ab. Egal. Lang genug gewartet. So. Ja. So viel zum Hänger. Na, mal gucken. Wir sind jetzt auch wieder auf der alten Grafik-Settings drauf, ja. Also meine alte Omsi-Setting. Wir hatten ja, wo wir uns die erste Folge uns das angeguckt hatten. Hatte ich ja mit verminderter Grafik gespielt, also Low-Res-Texturen genannt auch. Damit wir hier halbwegs mindestens flüssig durchkamen. Ne? Jetzt ist es so, dass wir jetzt die normalen Settings wieder drin haben, also mit den ganz normalen Texturen und sowas. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Also hier ist nichts mehr mit Low-Res-Texturen. Von meiner Sicht her, also da ist jetzt in der Richtung jetzt nichts eingestellt. Deswegen hoffen wir mal. Genau. Tja, man fährst du auch einfach weiter. Ja, war nicht meine Schuld. So, Fahrgäste. Tagesticket. Haben Sie eine Fahrkarte, welche zwischen Kurzstrecke und Tageskarte liegt? Ja, danke schön. Ah, das war jetzt wieder ein bisschen zu viel jetzt für Omsi. Kleine Donner.
Ja, wir haben uns unerlaubt vom Unfallort. Aber wenn Emmy reinfährt, bitte. Ja, also irgendwann hieß dann auch mal genug hier. Oh, jetzt steckt ihr nicht ein, oder was? Schön in die Tür Guten glitschen. Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Bitte warten an der Sitzheimer Straße, der Distanz. Ich habe Umsteiger Richtung Wechselsberg. Dankeschön für die Fahrkarte. Kein Problem, Wagen 212, ich warte. So, aber wie man schön sehen kann, ne, man hat zwar immer noch halt diese Nachladehänger drin, die aber sich auf jeden Fall deutlich verkürzt haben, diese Nachladehänger. Und ja, wie man es jetzt hier schön sehen kann, das läuft echt flüssig. Das läuft echt flüssig. Hätte ich jetzt niemals dran gedacht, dass das mittlerweile so schnell geht. Ich meine, wie lange ist jetzt Bad Hügelsdorf draußen? 1, 2 Wochen? Also nicht wirklich allzu lang. Ich glaube, letzte Woche kam das doch raus, oder? letzte Woche Donnerstag, ne? Nee, Freitag? Irgendwie sowas. Irgendwann letzte Woche. Also, bis da kann man hier schon sagen, hat sich schon einiges getan. Definitiv getan. Daumen nach oben dafür. Einen dicken, dicken Daumen nach oben dafür. Weiß ja nicht, wie es bei euch mittlerweile aussieht. Habt ihr euch denn Bad Hügelsdorf jetzt mittlerweile gekauft oder seid ihr euch da jetzt immer noch unschlüssig gewesen oder habt es vielleicht wegen den Gründen, wegen der starken Performance, oh, jetzt gesagt, so, nee, lieber noch nicht, ich warte noch. Lasst es mich doch gerne mal wissen, würde mich brennend mal interessieren. Hallo. Halli, hallo, hallo, Hallo. schön. Eine Tageskarte, bitte. Oh, Mann, die wollen alle ein Ticket jetzt hier. Das kostet 6,30, 70, Danke. bitteschön. Ja. Oh, jetzt haben wir auch noch eine rote Ampel. Danke, weil du ein Ticket kaufen musstest, wirklich. So, Behördenzentrum. Hier sieht man es so ein bisschen, ne? Die Texturen jetzt hier, ne? Die sind schon ein bisschen nicht mehr so scharf, das Museum hier. Ich bin, weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt schärfer war. Kann ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sagen, leider. Aber das läuft aktuell sehr, sehr gut. Jetzt war wieder ein längerer Hänger. So, hier an der Stelle zum Beispiel ist er mir letztens einfach abgeschmiert. Da wollte er einfach nicht mal weiterladen. Super ärgerlich. Morgen, grüß Gott. Guten Morgen. So. Ah, warte mal, da wollte ich aussteigen. Ich vergessen. Entschuldigung! Ich hab euch vergessen.
War übrigens eine Dame. Die hätte auch die Station laufen können. So. Komm, wegen 3 km/h, ja, hier. Schule. Hier ist 30 und der nächste Hänger. Ja, diese Hänger, die müssen noch raus. Die müssen raus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Bin ich wirklich recht zufrieden? Ich würde schon fast sagen, man hat hier gefühlt. Dankeschön für die Fahrkarte. Dass man hier irgendwie gefühlt hat, gezaubert zu haben. Es war teilweise wirklich nicht spürbar gewesen. Also es war mit meinen Einstellungen, so wie ich Omsi habe und sowas, war es nicht spürbar gewesen. Nur mit den Low-Res-Texturen. Sowas war hier gar nicht möglich. Ich will jetzt auch nicht in Schutz nehmen oder sonst irgendwas wie ihn hier. Ja, also versteh mich nicht falsch. Dass hier noch weiter dran geknüpft werden muss, keine Frage. Ja. Dass eventuell auch die letzten stehenden Ruckler wegkommen. Ne? Man weiß halt nicht, wahrscheinlich, wie man da jetzt noch groß ankommt oder so. Aber ich bin eigentlich da sehr optimistisch, dass man da weiterhin natürlich dran hart arbeitet. Aber es ist spielbar. Spielbar mit meinen Settings. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Low-Res-Texturen das wahrscheinlich spielen würde, sieht zwar wirklich nicht schön aus, aber würde mich fast so weit aus dem Fenster legen, dass wir hier keine stehenden Bilder mehr haben. Hallo. Meiner Meinung nach. Ja, also. Und ich vergesse immer. Ich denke immer, das sind automatische Türen hier, weißt du? Dass die dann immer automatisch dann rausgehen. Dass ich das Ganze jetzt, wie gesagt, in diesen Grafik-Settings jetzt hier ohne Probleme aufnehmen kann, das ist eigentlich schon eine relativ coole Sache. Wartest du bitte? Danke. Wie der letzte Henker? Diese hier halt, ne? Aber er bleibt halt stabil, ne? Er stützt nicht ab oder sonst irgendwas. Mit diesen Hängern muss man wahrscheinlich erstmal leben. Was hat er da drauf? Bad Hügelsdorf. Bad Hügelsdorf, ja, Wolf. Wölfe, okay, Wölfe. Bad Hügelsdorf hat scheinbar einen Club. Oh Mann, weißt du, ich vergesse immer die Tür hinten. Großartig. Ja, also, ihr habt gesehen, wir sind jetzt auch gleich Hauptbahnhof. Tatsächlich kann man ja, man kann also nicht mehr meckern, dass es nicht läuft. Ihr seht es jetzt selber, es läuft und das relativ gut. Wie gesagt, diese kleinen stehenden Bilder, die kennt man eigentlich sowieso aus Omsi. Ich erinnere bloß bei X10, ja, da ist das immer noch vorhanden, wenn du von Herzallee zum Beispiel da abfährst, Richtung Kudamm, halt also Zoologischen Garten, da hast du ein permanent stehendes Bild und ja, den hat man auch nie weggepatcht. Also von daher, ja,
muss man sagen, aus Fairness halber, ja, ist das jetzt also jetzt nicht ganz so dramatisch, meiner Meinung nach. Wie man wahrscheinlich jetzt vermuten mag. Ich finde eigentlich sehr positiv tatsächlich, wie schnell man hier wirklich dran gearbeitet hat, wie wirklich man zügig das Ganze umgesetzt hat, dass das performance-technisch besser läuft. Also an daher ein riesen Respekt an den Entwickler, ja, der das halt wirklich so schnell ins Laufen gebracht hat, dass das halt jetzt so läuft, wie es hier heute ist. Von mir kann man jetzt einfach sagen, ich freue mich jetzt auf die nächsten Folgen auf jeden Fall, denn da werden wir uns bestimmt noch einiges angucken. Bad Hügelsdorf ist eines der Add-ons, ja, die mich von vornherein schon sehr interessiert haben, halt wegen diesem Wechsel zwischen Landschaft, alte Städte und all drum und dran. Ja, freue ich mich halt in den nächsten Tagen sehr drauf. Vielleicht auch demnächst mal als Leitstellenfahrt möglich. Ja, wenn ihr der Meinung seid, dass es auch bei euch gut läuft, würden wir uns da sehr gerne mal über Feedback freuen. Schreibt es einfach unten mal in die Kommentare. Wie läuft bei euch denn jetzt Bad Hügelsdorf 2020? Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es weitergeht mit einer Folge OMSI hier auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.